Ihr Lieben, unser zweites Video. Ich freue mich. Das erste Video kam gut an. Ihr seid gefolgt, ihr habt geliked. Vielen, vielen Dank. Heute ist ein besonderer Tag. Heute ist Valentinstag. Und wir haben hohen Besuch da. RTL hat spontan angefragt, ob die hier vorbeikommen können. Und wir waren jetzt schon dreimal heute Morgen live. Wir gehen gleich auch mal rein. Ich nehme euch mal mit. Wir haben wirklich alles dekoriert. Valentinstag kann kommen. Gestern war schon viel los und es macht Spaß. Live ist immer ein bisschen aufgeregt, ich bin auch hier noch ein bisschen verkabelt. Aber die sind super entspannt, haben natürlich ein Equipment, da kommen wenig hinterher. Aber deswegen ist das auch RTL und nicht Blumenhoffmann bei YouTube. Hier ist halt auch alles komplett Valentinstag dekoriert, wurde gestern schon gut verkauft. Ich denke heute auch nochmal. Komm, jetzt gehen wir mal zu Maurice, der macht die Interviews heute mit mir. Jetzt machen wir das mal umgekehrt. Da ist er, der bereitet noch vor. Ja, Maurice, wie ist es? Wie ist es? Wie ist es bei euch? Wie ist es bei uns? Angenehm. Angenehm. Ohne Scheiß, ne? Ich hätte ja gedacht, dass der ein oder andere Mitarbeiter oder die ein oder andere Mitarbeiterin so ein bisschen gestresst ist vielleicht. Ich meine, es ist Valentinstag, da geht viel ab. Aber es ist überhaupt nicht so. Alle sind super nett zu uns und es ist nicht selbstverständlich, weil wir bauen hier alles um, stellen Lichter auf, Lampen, brödeln mit der Kamera rein und wollen, dass alle ganz nett sind, aber es sind sie auch alle. Das freut mich. Ist aber nur für die Kamera, glaube ich. Sonst Nein, Quatsch. Nein, du hast mir auch kein Geld dafür gegeben. Nein, Quatsch. Ist wirklich so, wirklich. Nein, die sind alle wirklich entspannt. Wir sind auch gut vorbereitet. Ich glaube, in 10 Minuten gehen wir jetzt das vierte Mal live. Ja, in 8 Minuten, um genau zu sein. Also und dann ist, also jetzt, ich bin schon verkabelt, jetzt geht's los. Dann gehen wir frühstücken, dann geht's nochmal weiter. Wir zeigen euch aber den ganzen Tag, wir zeigen euch Berichte vom Tag, was auch im Fernsehen lief. Zeigen wir euch auch. Und wir zeigen euch, wenn die Kunden die Sachen abholen, was für Sträuße hier. Raneto zaubert da auch wieder was Ausgefallenes in Herzform. Ja, wir nehmen euch einfach mit und wird ein schöner Tag. Der erste Teil ist geschafft, wie ihr gesehen habt. Es war echt schon viel los. Für mich war es schon relativ stressig. Ich war die ganze Zeit bei RTL am Gange, von Live-Schalte zu Live-Schalte. Radio war auch da, hier aus der Region, Radio FFN. Das war auch ganz nett. Dann war noch RTL Nord da, die haben nicht live geschaltet, die haben aufgenommen für einen Beitrag heute Abend am Valentinstag. Also viel Gequatsche und viel Stehen und Lächeln, und aber hat sehr viel Spaß gemacht bis jetzt. Und ich glaube, es ist ganz interessant für euch zu sehen, was wir aufgenommen haben, wie das hier so bei uns aussah und wie es dann aussah im Fernsehen, wenn es live war. Guckt einfach mal selber, hier sind ein paar Bilder davon. In Hannover, aber einem der bekanntesten Blumenhändler Deutschlands, Jan Hoffmann, und es ist schon so schön kitschig um dich herum. Sag das nicht, es ist schön, es ist nicht kitschig. Ja. Es ist richtig schön. Ich hab gesagt, schön kitschig. Maurice, ist so schön. Was ist denn da los heute Morgen? Genau dein Thema. Also es ist schon einiges los, aber weil ihr gerade so ein bisschen über Fotos und so und Instagram gesprochen habt, das hier ist die Fotowall bei Blumenhoffmann für alle Valentinstagsfans. Aber das ist nur ein kleiner Ausschnitt, denn wenn ihr das riechen könntet, das riecht hier, wie soll man sagen, wie ein Blumenladen, nur 1000 Mal größer. Denn hier in dieser riesigen Halle, in diesen riesigen Hallen, wird alles für Weihnachten, Ostern und Neujahr zusammen vorbereitet. Denn so in etwa so groß ist der Valentinstag für euch, oder Jan? Das ist wie Weihnachten. Geburtstag und Ostern zusammen. Es ist viel los, ja. Es ist ein stressiger Tag. Wir sind, gestern war schon viel los. Hm? Heute geht es aber auch hoffentlich noch mal richtig rund. Ich habe mal gehört, Valentinstag ist ja für euch eigentlich der Tag vorm Valentinstag, weil da wird alles vorbereitet für heute. Ist das so gewesen? Ja, geht ja schon beim Einkauf los. Gestern viel vorbereiten. Ich meine, jetzt ist schon alles fertig. Wir sind morgens um 4, glaube ich, hier. Hm. Ja. Und hier wird wirklich, ihr müsst euch das so vorstellen, hier wird wirklich an jeder Ecke irgendwo geschnipselt. Also da hinten sind die Kolleginnen, die alles vorbereiten und die dann hier quasi die ersten Rosensträuße zusammenbauen. Ich bin mal so frech und greife hier rein. Ah, ja, immer, immer. Weil, was mich natürlich interessieren würde, hier der Klassiker, rote Rosen, so ist das das, was zu, am Valentinstag am liebsten gekauft wird? Viele kaufen immer noch rote Rosen, klar. Ja. Die meisten tatsächlich lang. Oh, warte mal ganz kurz. Warte, dann packe ich die mal hier hoch, weil das ist ja viel zu klein. Wenn, dann möchte ich ja, wenn ich was verschenke, so eine große rote Rose haben. Was kostet da eine im Moment? Das ist eine lange rote, die kostet 5. Wir haben aber auch was für 3,50 Euro. Hm. Die waren jetzt da, das Stück dann 1,50 Euro. Also ist für jeden was dabei. Weil du gerade sagst 5 Euro. Heißt das, dass die, ist die teurer? Sind die teurer geworden, die Rosen in diesem Jahr? Wegen Energiekosten? Ich glaube, letztes Jahr hatten wir 4,50 Euro. Irgendwo ist dann die Grenze. Hm. Ne? Da sagen wir auch die moralische Grenze. Aber im Einkauf sind sie deutlich teurer geworden. Was heißt denn das letztendlich, wenn du sagst, die moralische Grenze, das ist ja auch so ein bisschen die Grenze des Portemonnaies, wie viele Rosen kaufen denn? Ich nehme mal an, die rote Rose kaufen eher die Herren für die Frauen. Die Herren für die Frauen, ja, doch schon. Es gibt manche, die sagen, mach mal 30 rote Rosen fertig.
30 Fotos. Ja. Oh, wow, das ist, warte mal kurz, soll ich röcheln? Das sind 150 Euro. Nur die Blumen. Ist ja noch nicht mal die Arbeit drin. Da kommt auch normalerweise ein bisschen was zwischen. Okay. Das läppert sich schon. Also, ich bin auch eher ein Fan. Ich sage immer, nehmt euch lieber einen locker gebundenen Strauß und gebt dann 50 oder 100 Euro aus. Da finde ich mehr von. Mhm. Aber ich finde es ja ganz spannend, weil du als Rosenexperte, als Florist, als du damals bei der Bachelorette dabei warst, hast du dir die Rosen angeguckt, die es da gab. Hast du da so einen Ich fand die gut. Ja, einige waren nicht so gut. Ich habe ja viele zum Glück sehen dürfen. Du hast viele bekommen von Sharon. Ich habe viele bekommen, ja. Und nee, da waren gute dabei. Okay. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte jetzt keine so eine rote Rose, weil ich persönlich finde das für mich, wenn ich das verschenke, ein bisschen altmodisch, da gibt es bestimmt auch ein paar schönere Alternativen. Ich sehe ja bei euch im Hintergrund. Wir haben jetzt was vorbereitet noch, genau. Wir machen jetzt noch mehr, einfach was locker gebunden ist. Was kaufen denn die etwas jüngeren Leute, sagen wir mal? Was ist denn da gerade angesagt? Was ist denn der absolute Valentinstagstrend? Wir haben viel locker gebundene Sträuße in rosa, Weißtönen gehabt, Cremetöne. Hm? Aber gestern waren auch viele rote Rosen tatsächlich. Echt? Also dann doch, ne? Ja, ja. Okay, also ich finde es ganz interessant, weil du es gerade sagst, rosa. Wir können mal einen kleinen Blick werfen, Annette und Simon. Das ist für Annette, glaube ich, too much des Guten. Es gibt nämlich auch das Valentinstags-Hauptquartier. Da werden wir in einer Stunde reinschauen, weil hier ist quasi... Dann, ich sag mal, die Kitsch-Abteilung, oder Jan? Ja. Darf ich das so sagen, ja, oder ist man halt so beleidigt? Nein, ach Quatsch, da sind Stecker, da sind Orchideen zurechtgemacht. Das hält halt auch super, ist auch ein schönes Geschenk. Und da ist man mit 20, 30 Euro dabei. Also man guckt, dass man für jeden Geldbeutel was dabei hat. Was schenkst du denn heute am Valentinstag? Was verschenkst du denn? Mein Liebste ist in Köln. Ja. Leider gar nichts. Ich bin schön am Arbeiten den ganzen Tag. Ich bin am Wochenende aber bei ihr und ich glaube, sie guckt aber zu. Deswegen verrate ich natürlich nicht, was sie macht. Man muss natürlich aufklären, Sharon ist gerade als Kandidatin bei Let's Dance dabei. Ich glaube, da sind irgendwie so Blasenpflaster das geeignete Valentinstagsgeschenk, oder? Auch. Und Ruhe und eine Massage eher als Blumen. Blumen kriegt sie immer. Wir haben immer Blumen zu Hause, von daher. Weil ihr seid an der Quelle. Also, wir werden übrigens in einer Stunde so ein bisschen noch anschauen, wie es zu diesen Rosen hier kommt, ne, warum die oben kleine Herzchen drin haben. Schon mal so als kleiner Teaser. Und wir werden auch gemeinsam hier noch binden. Auch das wird sehr, sehr spannend. Dann kriege ich vielleicht doch endlich meinen trendy Blumenstrauß, der nicht einfach nur rote Rosen ist. Seid ein bisschen kreativ da draußen, ja, liebe Herren und Frauen. Und ich sag mal eins, Maurice, gestern mit dem Brot mitbringen hat nicht geklappt. Also mit den Blumen können wir es ja heute noch mal üben, wenn du nachher wieder nach Köln... Können wir, Maurice, lass dich von Jan beraten. Können wir zum Schluss bitte also nochmal ehrlich das Bärchen sehen im Blumenstrauß? Das war so süß. Welches, was? Das Bärchen, Teddybärchen im Blumenstrauß? Wo war denn das Bärchen im Blumen? Ach, das da hinten. Oh. Ja gut, das könnt ihr euch mal anschauen. So. Also Annette, by the way, Simon ist zuständig dafür, dir Blumen zu schenken. Das klappt nicht. Ich wollte nur sagen, wenn Sie heute Morgen vielleicht so geweckt danke, worden Maurice. Sind. Danke dir. Heute ist ja Valentinstag und unser Kollege Maurice Geider ist dazu bei einem der bekanntesten Blumenhändler Deutschlands, nämlich bei Jan Hoffmann in Hannover. Der Florist hat letzten Sommer nämlich das Herz der Bachelorette Sharon Batista erobert. Hallo ihr zwei. Na, Katja, schau mal, heute geht alles um diese Blume. Ja, um die roten Rosen. Wie ist denn der Ansturm schon? Du bist schon seit den frühen Morgenstunden da. Laufen die Geschäfte gut? Die laufen heute sehr, sehr gut. Jan hat mir gerade auch schon gesagt, so viel wie heute hier los ist, ist quasi das ganze Jahr nicht los. Das ist wie Weihnachten, Ostern für euch zusammen, oder? Das sind so die Haupttage, ne? Hallo Katja. Hallo. Ja, es macht Spaß, es ist viel los und ja, es geht noch ein bisschen. Wir haben noch viel zu tun. Aber sag mal, Katja hat es ja gerade schon angesprochen, ich habe es gezeigt, die roten Rosen. Ist das tatsächlich noch so hier, dass die zu Valentinstag am meisten verkauft werden, dass das die Dinger sind, schon, die gewollt sind? Weil ist ja ein bisschen altmodisch, wenn man ehrlich ist. Ist aber so der Klassiker. Also es holen sich die Leute echt ganz gerne, aber es gibt natürlich auch 1000 verschiedene Alternativen. Mhm. Frühlingssträuße, locker gebundene Sträuße in Rosatönen, einzelne Blumen, manche nehmen auch nur eine schöne Blume. Ach, ganz ehrlich, aber das ist was schön, aber ich glaube, wenn ich jetzt hier so bei Katja ankommen würde und sagen würde, Katja, alles Schöne, alles gut zum Valentinstag, ich glaube, das ist ein bisschen wenig, ein bisschen läppsch. Würde dich überhaupt eine rote Rose interessieren, Katja? Findest du das schön oder sagst du lieber was anderes? Nein, also zum Valentinstag von meinem Liebsten möchte ich auch rote Rosen. Also, doch, würde ich sagen, echt? Ja. Ja, oh, das ist die Blumen der Liebe zum Valentinstag, da will ich auch keine Gänseblümchen. Okay, guck mal. Das ist das...
Nee, Gänseblümchen nicht, aber es gibt tatsächlich so ein paar andere Trends. Du hast gesagt, Tulpen sind gerade total gefragt. Ne? Tulpensaison, das ist ohne Ende gerade, ja. Die Leute lieben Tulpen, bringt einen auch ein bisschen Frische nach Hause. Und echt? Das brauchen wir jetzt. Aber jetzt für so eine Rose zum Beispiel, was ist der Preis, den ihr da gerade aufruft? Was kostet das jetzt gerade? Von bis. Also wir haben von 1,50 Euro bis 5 Euro. Also das längste mit dem dicksten Kopf, da ist immer der große Unterschied bei den Rosen. Du kannst bis zu 5 Euro hinblättern. Oder das ist ganz schön viel. Und Katja, ich habe heute gehört, es hat jemand tatsächlich einen Strauß hier vorbestellt mit 45 roten Rosen. Ne? Wir reden da über Werte, das ist... Kann man ja, also das, da kannst du ja fast, weiß nicht, kannst du ja auch irgendwie ein schönes Abendessen für kaufen eigentlich für den Preis. Das stimmt, aber das ist natürlich auch ein tolles Zeichen. Ne? Das muss ja so ein Riesenstrauß sein. Aber jetzt habe ich natürlich noch direkt eine Frage an den Jan. Jan, wenn man solche Blumen bekommt, wie hält man die dann am längsten frisch? Hört er mich überhaupt? Nee, musst du weiter sagen, ne? Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ich meine, der Jan hört dich leider nicht, aber ich gebe die Frage gerne weiter. Also so große Blumensträuße wie dieser hier vor uns, der kostet auch 250 Euro. Was mache ich denn, damit der lange erhalten bleibt? Ich meine, wenn ich schon sowas ausgebe, möchte ich natürlich auch, dass der ordentlich lange bei mir im Wohnzimmer steht. Wichtig ins Wasser stellen, das ist ganz wichtig. Das haben wir auch alle schon erlebt. Nein, schön anschneiden, saubere Vase, frisches Wasser. Nach ein paar Tagen auch nochmal die Vase sauber machen, das Wasser wechseln, nochmal anschneiden. Also das sind so ein paar generelle Pflegetipps, die man beachten sollte. Mit Liebe behandeln, Katja. Das ist das Geheimnis. Mit Liebe behandeln. So ist es. Ich mache nur so, ihr zwei. Vielen, vielen Dank. Und wir schalten ja im Laufe der Sendung nochmal zu euch. Tschüss. Freunde, fix und fertig. Was für ein Tag. Ich muss wirklich sagen, sehr erfolgreicher Valentinstag. Die Kunden waren gut drauf. Wir hatten Bombenwetter. Alle waren freundlich. Alle, auch wenn man mal ein bisschen länger warten muss, haben nett und freundlich gewartet. So lieben wir das. Ich hoffe, die Einblicke haben euch gefallen. Für mich war es sehr aufregend mit RTL heute hier. Das ist das zweite Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, liken, teilen, folgt uns gerne. Wir wollen ja größer werden. Wir wollen allen zeigen, was hier so passiert. Die nächsten Videos sind schon geplant. Wir haben eine große Überraschung, das kommt als drittes Video. Und dann natürlich die Tipps, die sind alle schon geplant, aber das kommt zur richtigen Zeit. Viel Spaß mit dem Video und wir sehen uns beim nächsten Mal.